Willkommen zurück zu DC Epoch Shadows. Ja, hier hatte ich mich ausgelockt. Da unten ist der Trailer und mein Panzer. Und habe hier oben noch was entdeckt. Hier hat sich einer auch denselben Panzer gekauft. Und hier ist nochmal so ein Panzer mit... Kann das sein, dass man den hier vielleicht beim Airport kriegt? Das müssen wir mal prüfen, weil ich habe ja immer noch die Ruby. Und ja, hier hat er nochmal so einen. Und hier, der ist sogar nicht abgeschlossen. Ne? Komplett heil, wie ihr seht. Wenn ich jetzt fies wäre, könnte ich jetzt quasi den runterfahren zum Trailer und den verkaufen. Aber ihr wisst doch, Ace hat mir so viele Briefcases geschenkt. Hallo, wir haben es nicht nötig. Nein, wir lassen den brav stehen und der Besitzer oder der den gefunden hat, wird sich freuen, dass ihn keiner weggenommen hat. Ja, ich habe wieder Nachtsicht an, weil es Nacht. Ihr könnt kurz gucken, hier stockdunkel, sehen wir ja nichts. Deshalb. So, ich hatte ja einen Tresor auch gekauft. Ja, das ist eindeutig der andere. Da müsste ich mal gucken, ob wir den anderen beim Airport kriegen. Kann man eigentlich hier was ranhängen? Moment, ich muss mal aussteigen. Kann ich hier was ranhängen? Kann ich. Dann könnte ich doch quasi... Fahren wir doch jetzt mal zum... Oh, ich habe mein Thermometer, seht ihr das? Ja, ich hatte mich jetzt gerade noch eingeloggt und dann hatte ich mich mit Ivan über Steam noch geschrieben. Und da stand ich jetzt eine ganze Weile da oben. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich fahren muss. Ja, ist ja leider der falsche Airport. Wir müssen ja zu den anderen. Ach so, so, da fällt mir gerade ein, der Teddybär. Genau. Der Teddybär hatte mir ja ein Gebiet vorgeschlagen. Jetzt muss ich mal überlegen, wo das nochmal war. Es war auf jeden Fall hier in der Nähe irgendwo von dem Dings. Ah, hier. An dem See hatte der mir vorgeschlagen. Aber da fliegen wir dann später nochmal hin. Das kann ich mir so merken, da will ich jetzt nicht hindüsen mit dem Dings, ne? Wir machen jetzt erstmal, dass wir zum Airport-Dealer kommen. Und da kaufe ich mir doch glatt dann das Teil, was es da gibt für 4 Ruby und hänge das dann hinten ran. Wisst ihr? So. Na, Thermometer müsste doch eigentlich, ich bin doch jetzt im Auto drin, da müsste doch das Thermometer eigentlich sich wieder erholen. Will jetzt nicht hier... Ah, wisst ihr, hier noch zum Anfang, Airport, Waffen gesammelt und so. Aber war auch schon geil, ne? Oh, was steht da? Ach, da steht immer noch der Ural. An den erinnere ich mich auch noch. Ja, wir fahren aber mal hinten lang hier. Ja, ich hatte auch mal beim Trailer geguckt, ob ich da mal vielleicht eine richtig geile Sniper oder so bekomme, aber kann man vergessen. Aber vielleicht sollte ich mir doch die M110 nochmal kaufen. Ach nee, da war ja irgendwas mit den Magazinen, ne? Die, oder? Konnte ich die Magazine, habe ich die auch da bekommen? Das müsste man dann gleich prüfen, bevor ich mir die kaufe. Nicht, dass ich dann... Ja, weil das ja nun mal jetzt die einzigste Waffe ist, die mit Nachtsicht, ne, funktioniert. Also, da hatten wir ja dann auch schon eine Mission gemacht, ja, und geschafft. Einmal gestorben, glaube ich, aber trotzdem geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob die... irgendeine Waffe hatten wir doch zum Anfang noch gehabt. Mit Schalldämpfer, glaube ich, ne?
Ach, wisst ihr, Zaun. Jetzt habe ich hier keine Lust. Zaun, ade. So, ich werde jetzt einfach mal in die Richtung fahren. Ich bin auch die ganze Zeit überlegen, weil er hatte mich gefragt, ob ich schon gebaut hätte an der Seezunge. Da sag ich, nee, angefangen zu bauen habe ich noch nicht und die Blotpool habe ich auch noch nicht aufgestellt. Und da hat er mir dann den Platz da an dem See vorgeschlagen. Wollen wir hier Feld einfahren? Wir haben noch einen Panzer. Der kann Bäume umrasieren wie nichts. Hier selbst so einen Dicken hier, glaube ich. Aber ich will es jetzt nicht probieren. Ich muss es ja nicht provozieren, ne? Nur, wenn es nötig ist. Und den schauen wir uns dann gleich, wenn wir die Tour hier beendet haben, mal an. Allerdings wollte ich jetzt eigentlich keinen Heli benutzen, die ich da jetzt gekauft hatte. Na, ich wollte die eher jetzt so als Sammelobjekte, wisst ihr? Na, ihr wisst bestimmt, was ich meine. So, also ich will dann lieber, vielleicht sollte ich mir dann lieber nochmal so einen kleinen Blöden kaufen. Also so einen Little Bird. Ja, ich weiß, ich könnte mir auch eine Mosin für 4 Gold holen. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt noch so erstmal aufs Geld achten muss. Andererseits fühle ich mich auch ein bisschen blöd, weil das ja nicht selbst erarbeitet ist, ne? Genau wie jetzt die Ruby hier für den Panzer, ne? Und dann hat der nicht mal die Ruby abgezogen. Oder? Das muss ich mal selber gucken. Ne, hier haben wir sie noch. Die hat er nicht genommen, die Ruby. Also Panzer umsonst. Da könnte ich mir jetzt wahrscheinlich hier 50 von den Panzern hier holen und ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gedacht ist oder ob das jetzt in dem Fall nur einmaliger Bug war und beim nächsten Mal, na, wir werden es ja sehen. Wir bezahlen ja, wie gesagt, beim Airport zahlen wir ja dann auch ja, was war das denn gerade? Eine Mücke? Uiuiui. Zahlen wir ja dann auch 4 Rubi, glaube ich. Für das, was der da hat. Dann nehme ich natürlich gleich den im Schlepptau, ne? Ist ja klar. Brauche ich da nicht nochmal hinrennen. Also wenn man jetzt zu einer Mission und wenn die dann, na gut, der hat hier Räder, ne? Die, irgendwann werden sie die auch erschießen können, also kaputt schießen können, denke ich mal. Zwar nicht gleich, also die gehen wahrscheinlich nicht so schnell kaputt wie beim Auto oder so, aber ich denke mal schon, dass die Räder dann kaputt gehen und wenn die mit ihren fetten M240 oder 49 oder die andere hier fetten Waffen da drauf schießen, denke ich mal, dass der Panzer auch irgendwann in die Luft fliegen würde. Ich fahre trotzdem noch ein bisschen vorsichtig. Ich will jetzt nicht mit Absicht gegen jeden Baum fahren, weil ich weiß, dass mit der Oh, Entschuldigung, ich saß und schon niete ich 2 Bäume um. Weil ich weiß, dass mit der Zeit kriegt er auch Schaden. Obwohl, dann könnte man an der Tankstelle 5 Gold bezahlen, dann wäre er wieder heil. Ja, aber wo ist denn jetzt meine... Ach, hier, geradeaus. Aber muss ja nicht sein, ne? Wir müssen das Geld ja jetzt nicht sinnlos verschusseln und... Naja, man könnte jetzt allerdings sagen, ja gut, ich werde das nicht anrühren, wäre aber auch Verschwendung, ne? Ich meine, jetzt habe ich es ja nun mal schon und ich denke mal, dass das auch genauso schnell wieder alle sein wird, wie man, wie wir es bekommen haben, ne?
Aber ich meine, ich gucke mir den See an, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich umziehe. Wisst ihr warum? Weil ich dann ganz alleine die ganzen Autos und alles. Ich müsste ja alles. Jetzt will er nicht mehr. Ah, jetzt will er wieder. Weil ich ja dann ganz alleine die ganzen Autos und alles dahin bringen müsste. Boah, das. Ich meine, Wasser haben wir ja auch, ne? Vor allen Dingen. Wenn ich da ja noch einen Haufen Jetskis kaufen möchte, was ich jetzt locker könnte, denke ich mal, so teuer werden die gar nicht sein. Aber was ich, das mache ich natürlich erst, wenn ich sehe, dass natürlich auch genug Spieler hier auf dem Server sind. Damit meine ich euch. Und wenn nicht, dann kaufe ich halt keine, ne? Ist ja egal. Weil da könnte man die Seezunge richtig schön mal ein Rennen veranstalten. Wäre doch mal ein Heidenspaß, oder nicht? Na, wir werden es sehen. Na, den kann ich, glaube ich, ein bisschen umfahren, ne? Oh, jetzt hat er gerade ein bisschen Speed gekriegt, weil wir über eine Straße gefahren sind. Ist ja Wahnsinn. Na gut, hier kommt jetzt noch ein bisschen Wald. Gucken wir mal. Ach, diese Wuscheltannen immer. Die immer im Weg stehen müssen. Muss jetzt schon wieder einen Bogen machen. Ja, knapp. Ja, und dann müsste ich mal langsam sehen, wie ich dann nur baue, ne? Ich könnte ja einkaufen gehen, also. Oder ich, ja, aber man kann sich ja. Was achte ich denn hier auf die. Einfach durch hier, durch das Gemüse. Mein Gott, jetzt reicht's mir. Wir könnten uns ja, wie gesagt, Fertigwände und so schon kaufen komplett. Und Böden, glaube ich, ne? Böden, glaube ich, auch. Oh, der Baum gerade eben, ne? Der mich ein bisschen festgehalten hat, der hat es mir übel genommen. Ja, Greenpeace dürfte das jetzt hier auch nicht sehen. Wie kannst du nur... Die guten Bäume. Ja, habt ihr recht. Aber es sind ja keine echten, sind ja nur virtuelle Bäume. Und im echten Leben würde ich ja auch nie einen Panzer kriegen, mit dem ich durch den Wald fahren darf. Würde ich dann sagen. Genau. So, mein Gott. Doch noch so weit. Ja, man könnte jetzt die Straße hier nehmen, ne, und hoffen, dass die irgendwann darüber führt. Aber nö. Ich werde jetzt eiskalt hier mich durch den Wald durchbahnen. Ja, der Panzer hat nicht mal eine Hupe. Kann ich drücken, wie ich will? Hupt nicht. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, ihn zu besitzen. Man möchte ihn ja gar nicht, also schon gar nicht jetzt auf dem PvE-Server möchte man den ja gar nicht benutzen. Ja. Und selbst wenn jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt da Munition reinmachen und ich könnte das als Fahrer jetzt auch mitschießen und so. Und stellt mal vor, dann fahren wir an eine Mission ran, nicht zu weit. Aber so, dass wir nicht in die Minen reinkommen, ne, und dann ballern da alle ab. Ich meine, das wäre auch ein bisschen zu einfach, findet ihr nicht? Ich meine, hier geht es ja nur drum, ich besitze den und gut, ne? Dann steht er da und man kann ihn jeden präsentieren, jeden zeigen.
Auch wenn ich mir den jetzt auf eine Art nicht ehrlich erworben habe, muss ich sagen. Na, was heißt ehrlich? Ehrlich schon, ich habe ja nichts gemacht, ne? Ich hab's ja geschenkt bekommen. Ich meine jetzt nicht selbst erarbeitet, ne? Könnt ihr an den Panzer ranschreiben, kleines Schild, gesponsert von Ace Flash. Aber ich glaube, das interessiert auch gar keinen. Ne? Oder interessiert das irgendjemanden, wie man das Fahrzeug, auf welche Weise man das bekommen hat? Glaub nicht. Also mich würde es jetzt nicht interessieren. Selbst wenn man das jetzt irgendwo anders aufgeschlossen gefunden hätte und sagt, ja, da war ein Schlüssel drin und der war für den Panzer gewesen. Ob das jetzt jemand glaubt oder nicht, ne? Könnte man ja so erzählen. Und dann sagen, oh, was habe ich nur für ein Glück. Ob es dann andere glauben, ja, das ist eine andere Sache wieder. So, hier geht's hoch zum Trailer, bei dem wir ja nicht mehr einkaufen dürfen. Haben sie uns ja verwiesen. So ungefähr, komm wieder, wenn du 5000 plus bist. Oder wenn du wahrscheinlich nur aus dem Minus raus bist, dann kann man da wieder. Aber noch nicht. Werden wir vielleicht irgendwann machen. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu hoch ins Minus, dass ich eben jederzeit auch schnell wieder hier war das, ne? War das hier gewesen, wo ich es eh nochmal lang gefahren bin? Ja, Zombie, bleib stehen! Ich krieg dich! Oder auch nicht. Ja, war wahrscheinlich nicht, dann fahren wir hier einfach mal über den Acker. Ich will nämlich jetzt unbedingt wissen. Oh, wenn ich den Panzer irgendwie nicht anhängen kann, weil der andere Panzer dann eventuell nicht das System drin hat, dann lasse ich den halt erstmal da stehen und bring den hier weg. Und dann muss ich halt da nochmal hin. Ne? Steht denn da für ein Auto? Eine Schrottkiste. Naja, sind wir ja schon da. Doch mal gucken. Moment. Da muss ich aber mal hier die 1, 2, 3. Okay, trinken wir mal die Cola hier. 4. Ich glaube, der kostete auch 4. Und dann werde ich ja sehen, ob wir die dann immer noch haben oder. Ah, hier war es nicht. Hier war es. Ach, ist derselbe. Weil der zeigt mir den ja grün an. Nee, na dann will ich den nicht haben. Jetzt ist die Frage, wo kriegt man denn jetzt... Futter ich das auch mal? Wo kriegt man denn jetzt diese anderen Panzer her? Oder den Spähwagen, den ich euch da gezeigt habe? Ja, ja, Zombie, bleib mal schön da. Was hatte der denn noch, was mich so interessiert? Hier diese... Ne, die Merlin hatte ich doch schon. Den müssten wir uns wieder kaufen. Weil den hatte mir
Es aus Versehen kaputt gemacht. Ach man, ja, denselben Panzer, den möchte ich jetzt. Na, dann behalte ich erstmal nur den einen. Dann eben nur den einen hier. So. Den bringen wir jetzt erstmal nach Hause. Tja, Zombie, was willst du machen? Panzer ist viel zu stark. Mal sehen, ob wir den da überfahren können. Er rennt, er rennt. Man kann immer nicht voraussehen. Jetzt schlägt er gleich einen Haken. Wetten? Ah, ich hab ihn erwischt. Hab ihn noch erwischt. Ja, wenn das jetzt nicht dasselbe gewesen wäre, hätte er mir den nicht angezeigt in grün, ne? Das ist es ja. Ich muss doch jetzt hier runter, oder? War das nicht so? Ja, sonst würde ich die nächste dann rechts, sonst würde ich nämlich zum Hero hochkommen. Motorrad hatten wir, glaube ich, mal dahingestellt, oder? Kann das sein? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Tja, ganze Wände oder soll ich mich abmühen und mit Motorsäge Bäume fällen? Ich weiß es nicht. Und jetzt auf eure Antwort kann ich auch nicht warten, weil ich ja jetzt schon über 100 Parts bin und ich habe, glaube ich, gerade mal jetzt zu dem Zeitpunkt habe ich jetzt gerade mal Part 57 veröffentlicht. Ja, ich habe schon gut im Voraus aufgenommen. Dabei wollte ich eigentlich nur bis 100, bis Part 100 und dann erstmal eine Pause einlegen. Aber ich könnte vielleicht ja auch eine Pause machen. Erstmal. Und noch nicht anfangen zu bauen, aber dann, ja, dann könnte man höchstens dann, wenn ich nicht anfange zu bauen, ja, wenn ich jetzt keine Pause machen möchte, dann müsste ich natürlich Missionen machen ohne Ende. Da habe ich jetzt auch nicht andauernd Lust zu. Ich meine, wir machen definitiv, also ich mache definitiv noch Missionen, auf jeden Fall. Da ist egal, wie viel Geld ich jetzt habe oder so. Das ist einfach dieser Reiz, die Mission zu schaffen und das Adrenalin, was dadurch einen schießt, dieses Gefühl eben, was man bekommt bei einer Mission, ne? Dieses Herzrasen und Schweißhände und so, wisst schon. Das will man einfach irgendwann auch mal wieder haben. So mit leichter Angst begleitet, dass man, weil man nicht sterben will. Jetzt liegt er doch nicht hier die ganzen Bäume um. Wieso steht denn jetzt das Ding hier am... ist das Wasser zurückgegangen? Ich verstehe jetzt gar nicht, wieso hier unser... Wieso das Teil jetzt hier nicht mehr im Wasser ist. Da muss ich da gleich mal rüberfahren. Wo ist das Teil hin? Hä? Hab ich das jetzt begraben? Alter Schwede. Wo ist der Jetski hin? Das ist ja jetzt komisch. Ach nee, ich hatte ja doch noch den kleinen Heli. Stimmt, ich dachte, der wäre jetzt auch schon kaputt gewesen. Oh Mann. So, dann parke ich den mal.
gleich neben SUV. Ja, hier so, ne? Schön gemütlich. So, ja, das ist der LAV 25. Stimmt. Alter, da ist es hingeflogen. Das stand doch erst da drüben, ne? Kann ich das jetzt nicht mehr zum Wasser hin? Ach doch, das ging ja. Okay, dann können wir das ja am Land lassen, aber der Sprit ist gleich leer. Ja, jetzt zum Beispiel. Okay, das können wir irgendwann mal auftanken. Uiuiui, bloß gut, ist nicht kaputt gegangen. Ja, schön, dass man die an Land. Ich dachte immer, man kriegt die dann nicht mehr ins Wasser. Aber super. So, was hatte ich denn jetzt vor? Jetzt hatte ich eigentlich vor, habe ich noch den Schlüssel von dem Heli? Ne, den habe ich auch nicht. Das war aber, glaube ich, der einzigste rote, ne? Wenn ich mich recht erinnere. So, ich habe vor jetzt, ich werde jetzt gleich einen Schnitt machen. Dann werde ich hier einen Tresor hinstellen, den ich ja dabei haben müsste, glaube ich. Die Lockbox werde ich abbauen, weil ich habe gesehen, jetzt kommt bald der Part, wo ihr dann ja, den Key seht. Und da jetzt da mein, und da ihr auch nicht sehen sollt, was für einen Code ich bei dem Tresor habe, mache ich das offline. Und ja, wenn ich ihn dann öffnen soll, dann muss ich es immer so legen, entweder am Ende des Parts, wenn ich einen Schnitt gemacht habe, oder bevor ich anfange, dass ich den aufmache. Ich glaube, dann braucht man die ganze Session dann, solange man auf dem Server bleibt, ja nicht mehr die Nummer eingeben, ne? Ist ja nur einmalig. Genau. Und abschließend tue ich ihn dann erst wieder, wenn ich den Server verlasse. Ne? Nach der Aufnahme. So mache ich es dann eigentlich. Obwohl ich euch alle vertraue, ja, ich weiß. Aber meine Großmutter hat schon gesagt, ihr wisst schon, ne? So. Okay. Und werde den Safe aufbauen. Ja, habe ich ja gerade erzählt alles. Okay, und dann werden wir mal mit dem Heli zu den Seder fliegen, den mir ja Teddybär empfohlen hat. Und mal sehen, ne? Ja, vielleicht, oder vielleicht bauen wir ja an dem See auch nochmal so eine zweite, ne? Eine zweite Station mäßig so. Kann man ja machen. Alles klar. Na gut, dann sage ich mal an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Desi Epoch, Channerus, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.